Und von den Auswirkungen der Pandemie hier bei uns richten wir jetzt den Blick auf eine Region der Welt, in der das Coronavirus zwar auch wütet und mutiert, aber offiziell zumindest bislang nicht so verheerend wie vielleicht anfangs befürchtet: Afrika. Doch verallgemeinern kann man die Situation nicht, denn so vielfältig Afrikas Länder sind, so unterschiedlich gehen sie mit der Pandemie um. Unser Korrespondent Norbert Hahn hat Eindrücke aus Nigeria, Kenia, Tansania und den Seychellen gesammelt und zeigt, wie unterschiedlich in diesen Ländern der weltweite Impfstoffmangel angegangen wird. Hightech am Flughafen in Nairobi. Drei Roboter sorgen für soziale Distanz zwischen Reisenden und Gesundheitspersonal. Yassiri allein kann bis zu 100 Reisende pro Minute checken. Das System hilft uns, die Temperatur zu kontrollieren und die Covid-Vorschriften einzuhalten. Wie desinfizieren? Umgerechnet 1,8 Millionen Euro haben die drei Blechhelfer gekostet. Japan hat gespendet. Hightech ist vorhanden, anders als Impfstoff. Weiter östlich die Seychellen. Normalerweise ein Paradies für Touristen, nun auch für Virologen. Die knapp 100.000 Insulaner sollen es in 2 Monaten zur Herdenimmunität schaffen, so schnell wie keiner sonst in Afrika. Der Impfstoff kommt aus China, die ersten Dosen wurden gespendet, die nächste Ladung ist wohl kein Problem. Das höchste Pro-Kopf-Einkommen Afrikas haben die Seychellen. Impfen, sagt ihr Präsident, sei erste Bürgerpflicht. In Tansania sieht Präsident Magufuli, promovierter Chemiker, das aber ganz anders. Ich habe die Gesundheitsministerin aufgefordert, sehr vorsichtig beim Import von Impfstoff zu sein, denn der ist nicht immer gut für unser Land. Deshalb mixt seine Ministerin nun in Fernsehshows Zitronen, Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln zu einer Medizin. Impfstoff unerwünscht. Tansania und die Seychellen, zwei Extreme in Afrika, die Realität liegt dazwischen. Nigeria zum Beispiel. Die zweite Covid-Welle hat Afrikas bevölkerungsreichstes Land mit Wucht getroffen. Die Krankenhäuser sind voll, Sauerstoff wird knapp, die Ärzte setzen auf Impfen. Wir warten dringend auf Impfstoff und hoffen, dass er so bald und so schnell wie möglich kommt. Schnell wird es wohl nicht gehen. Wissenschaftler warnten nun im Fachblatt The Lancet: Von dem, was die wichtigsten Impfstoffproduzenten in diesem Jahr herstellen, haben sich die Industrieländer schon mindestens 70% gesichert. 70% für 16% der Weltbevölkerung. Alle Menschen sind gleich betroffen. Gerechtigkeit zählt zu den wichtigsten Voraussetzungen, wenn man die Gesundheitsprobleme der Welt lösen will. Es ist ein Test für uns alle. Eigentlich wollte die WHO das Impfgut über ihre COVAX-Plattform gerecht und zentral verteilen. Was jetzt für die ärmeren Länder übrig bleibt, wird in diesem Jahr aber nur für gut 20% ihrer Bevölkerung reichen. Dreimal so viel wäre aber für die sogenannte Herdenimmunität nötig. Das kann noch dauern, etwa in Kenia. Von Juli 2022 bis 2023 ist hoffentlich mehr Impfstoff zu haben, damit wir viel mehr Menschen impfen können. Trotz Hightech, Herdenimmunität erst Mitte 2023, tatsächlich droht das nicht nur Kenia, sondern vielen afrikanischen Ländern. Womöglich Zeiten, in der sich neue Virenstämme entwickeln oder Resistenzen. Der Westen wäre dann Sieger im Impfwettlauf, aber trotzdem nicht am Ziel.